Jo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bellride. Ja, wir machen jetzt hier weiter. Wir tun jetzt erstmal als nächstes drei kleine Fallen und einmal Fell abliefern in dem Dorf dort vorne. Und dann möchte ich ganz gerne in dieser Folge auch noch unsere Siedlung etwas weiter ausbauen. Ich will da auch gerne zusehen, dass wir so ein paar kleine Zäune vielleicht langsam mal noch so mit errichten. So, und ich stecke jetzt erstmal ganz kurz die Axt hier ein. Und jetzt sprinten wir erstmal schön hier hoch. Und Moment, hier muss ich auch noch was gucken. Okay, gut. Weiter geht's. Einmal da hochflitzen jetzt. Und auf jeden Fall will ich jetzt auch noch zusehen, dass wir vielleicht in dieser Folge auch noch mal ein paar neue Mitarbeiter bekommen, also neue Einwohner. Ich meine, Wohnplatz wäre auf jeden Fall dafür da. Ich meine, wir haben ja jetzt mittlerweile schon so drei Hütten stehen. Also Platz wäre da. Wir müssen nur noch Leute einziehen. Auf jeden Fall wird das Dorf uns jetzt gleich erstmal sehr dankbar sein. So viel ist sicher. So. Guten Tag, mein guter Herr. Bitte schön. Okay, der braucht noch etwas von uns. Okay. Wölfe müssen wir dann jetzt noch ausschalten, alles klar. Also da wäre es natürlich dann am besten, denke ich, wenn wir jetzt schon was hätten wie eine Art Bogen. So. Gucken wir mal ganz kurz hier auf die Karte. Was haben wir denn hier? Questziel. Okay, dort hinter muss ich da dafür. Alles klar, ich habe mir das Ganze jetzt mal markiert. Ja, ich will eigentlich gerne erstmal schlafen, bevor wir das machen. Aber auf jeden Fall schön, dass die uns jetzt erstmal ein bisschen mehr vertrauen hier. Das ist erstmal ganz gut. Und ich bin gerade am Überlegen, wie wir es machen mit Unterstützung. Soll ich unseren Kollegen, den wir im Lager haben, mitnehmen? Auf die Wölfejagd oder soll ich alleine gehen? Weil das Lager wollen wir natürlich auch eigentlich nicht so gerne, ja, ungeschützt lassen. Das ist halt jetzt so da das Problematische auch noch mit. Ich glaube, ich müsste wenigstens noch einen Verband mitnehmen von unserem Camp. Einfach damit ich mich noch heilen könnte. Und mal sehen, wie dann der Kampf gleich so wird gegen die Wölfe. Der macht auf jeden Fall dort vorne erstmal schön weiter. Ja, mit dem Bau und so gerade. Da kommt mir auch gerade so in den Sinn, wir könnten es natürlich so machen, dass wir direkt noch ein paar Sachen zusätzlich so jetzt platzieren, die er dann bauen kann, während ich weg bin. Machen wir so zusätzliche Gebäude vielleicht. Das wäre schon nicht verkehrt. Ich nehme jetzt auch selber noch mal ein bisschen Holz hier. So. Komm, nimm das hier. Für dich. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal dort vorne an die Bank ran. Ja, so an diese Forschungsbank. So, hier ist der Zaun. Seile brauche ich da erstmal noch. Ich denke, dafür bräuchte ich am besten erstmal hier noch die erweiterte Werkbank.
Und für die Erweiterte bräuchte ich eigentlich gar nicht mehr so viel. Ein paar Rohsteine, Holzscheit und Flachs. Haben wir diese Holzdinger hier drüben? Mal kurz gucken. Hier ist erstmal der Verband. Ja. Das gebratene Fleisch will ich auch mal noch mitnehmen. So, her damit. Und leider hat aber hier nicht das Holz drin, was ich brauche. Das ist ein bisschen schade. Hat er hier drüben was hingepackt noch? Ich will mal kurz gucken. Okay, im Holzfällerlager hat er nichts reingetan. Der Kollege hier. Ach, und der schläft jetzt gerade wahrscheinlich auch. Der schläft jetzt gerade. Ja, es wäre eigentlich gut, wenn ich ganz fix jetzt mal noch was mache hier. So, ich muss mal ganz kurz was reparieren. Wie ging das denn jetzt eigentlich nochmal hier? Ach, hier! Sehe schon. Gut, das macht's dann jetzt. Und ich muss auf jeden Fall mal noch rausfinden, wie ich das hier anders einstelle mit meinem Kollegen, dass der nicht jedes Mal die Sachen rausnimmt, wenn ich wo was rein tue. Weil der nimmt ja jedes Mal die Sachen mit, wenn ich hier jetzt zum Beispiel in die Werkbank oder in den Pult Holz rein tue, holt er das raus und tut das ja rüber zu der Kiste tragen. Da muss ich irgendwas bei dem noch umstellen. Da weiß ich leider nur noch nicht was. Da muss ich mich auf jeden Fall nochmal mit beschäftigen. So, jetzt ist erstmal die Axt repariert. Die Keule brauchen wir noch nicht reparieren, weil die ist ja eigentlich noch gut vom Zustand her. Ja, und ich sehe gerade, ich habe hier was falsch gemacht. Ja. Okay, mein Fehler. Ja, daran sieht man noch, ich bin noch Neuling, was dieses Spiel betrifft. Ich habe jetzt hier gerade was falsch gemacht. Leider. Das war so nicht geplant. Ich habe jetzt gerade mal eine Falle gebaut. Und die wollte ich eigentlich nicht mal haben. Aber nun gut, ich kann ja noch eine zusätzliche Falle ruhig hier irgendwo nochmal mit hinsetzen. Da spricht ja eigentlich auch wieder nichts dagegen. So, ich glaube, die haue ich jetzt einfach mal hier hinten noch mit hin. So. Hier einfach mit hin. Da brauche ich jetzt noch mal ganz fix ein bisschen Holz. So, das ganz große einmal. Und das normale dann noch, um die Axt zu reparieren. Schnell weg damit. Ja, ist alles auf jeden Fall recht zeitaufwendig, aber muss halt sein. Aber auf jeden Fall macht es auch Spaß. Ja, also. Gefällt mir auf jeden Fall auch. Aber ist natürlich schon alles ein bisschen zeitintensiv. Muss man schon ganz klar sagen. Also man braucht auf jeden Fall Zeit für dieses Spiel, das würde ich einfach mal so sagen. Also ist jetzt nicht so, dass du innerhalb von einer halben Stunde oder so jetzt recht viel Fortschritt hier hinkriegst. Zumindest, ja. So wie es jetzt aktuell ist bei uns im Lager. Ja, so kriegen wir nicht innerhalb von einer halben Stunde viel Fortschritt. Ja, weil uns fehlt es natürlich noch an Arbeitern. Wenn wir dann natürlich irgendwann eine größere Siedlung haben und sowas. Klar, dann kriegst du viel schneller Fortschritt auch hin, wenn dann ganz viele arbeiten und so weiter. Das muss man natürlich auch noch mit betrachten. Ja. Jetzt gerade habe ich halt nur diesen einen Arbeiter. Und später gibt es ja so ganz große Siedlungen und so weiter. So, jetzt gehe ich mal hier drüben ran. Hier will ich in den Pult mal was reintun. Ja, die großen Dinger hier. So. Von den großen Dingern brauchen wir noch ein weiteres.
dann brauche ich noch mal Steine. Und auf jeden Fall auch noch eine zusätzliche Truhe dann jetzt zeitnah. Das wäre auch noch mit gut. So, ich hoffe, meine Axt hält noch, um den einen Baum jetzt hier noch fix zu fällen. Ich glaube, die geht kaputt. Ach, na super. Ah, das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Ich dachte, das reicht noch, aber nee, hat nicht mehr gereicht. Schade. Sehr schade. Dann einmal hier drüben ran. Ah, ich kann es aber hier noch reparieren, sehe ich gerade. Okay. So. Jetzt kurz gucken. No! Jetzt habe ich hier wieder was falsch gemacht. Na super. Ach, Mann, oh Mann. Ja, ich und die Menüs hier noch. Das ist wirklich noch nicht die beste Freundschaft. Das könnt ihr, glaube ich, auch sehen, dass ich da noch nicht so der Beste bin. So. Jetzt repariert es aber wirklich endlich die Axt. Wunderbar. Das hätten wir dann jetzt. Dann jetzt die Axt hier rüberziehen und den Verband hier unten einmal hinpacken. Und jetzt nochmal so einen großen Stamm hier kurz ranholen. So. Voll um ein großer, bitte. Sehr gut. Ich hoffe, ich kann es direkt mitnehmen oder muss ich es noch kleiner hacken? Nee, ich kann es direkt mitnehmen. Schön. Dann packe ich das Zeug jetzt direkt hier rein. So. Das sind die richtigen Zutaten. Das haben wir auf Priorität 1. Also das soll da dann direkt machen, wenn er dann aufsteht, der Kollege. Dann lege ich mich jetzt nochmal schlafen. Und dann geht es dann jetzt gleich zu den Wölfen hin. Aber erstmal gehe ich lieber noch auf Nummer sicher, dass er das jetzt hier auch macht mit dem Forschen und so. Und jetzt ist der letzte Tag auf jeden Fall auch hier angebrochen. So, macht er das schon? Ja, das macht er jetzt gerade hier schon mit dem Forschen. Sehr gut. So, dann macht das mal schön weiter hier. Ich will dich nicht stören. Und ich ziehe dann jetzt einmal los. Das hier will ich mal verzerren. Das will ich rausschmeißen. Husch, weg damit. Und jetzt dorthin zu unserem Ziel. So. Ich hoffe, wir schaffen es gegen die Wölfe mit dem Knüppel. Ich hoffe, die machen uns jetzt nicht komplett K.O. Ich nehme hier nochmal ein paar Bären mit. So. Hier gibt es auch wieder so Holz. Das brauchen wir auch. Gut. Weiter geht's. Hallöchen. Wölfe, wo seid ihr? Da hinten, oder? Hey, und was sind denn das hier für besondere Steine, die so ein bisschen grün sind? Ist das irgendein Erz? Das ist Kupfer. Sehr schön, okay. Kupfer nehmen wir direkt mit. Weil das kann ich gebrauchen. Da nehmen wir direkt alles mit von, was es hier so gibt. Wunderbar. Knüppel ist auch schon in der Hand. Forschung erweiterte Werkbank ist abgeschlossen und ich denke, an der erweiterten kann ich dann bestimmt Seile herstellen. Hier ist auch wieder Zinnerz. Gut. Hier ist noch mehr davon. Ja, komm schon. Das direkt erstmal einpacken hier.
Weil dann können wir dann gleich nochmal etwas Neues erforschen. So, ich mache mich jetzt schon mal bereit. Da vorne ist der erste Wolf. Los, hau ihn weg. Perfekt. Sehr gut, das ging gut. Von dem will ich direkt mal alles einpacken. Weiter geht's. Nächster Wolf. Der nächste ist da drüben. Da sitzt er. Hervorragend. Das hätten wir. So, die Felle sollen wir jetzt zu dem einen Mann bringen, in dem Dorf. Ja, ich habe nur jetzt gerade hier ein Problem. So, ich soll neue Slots erstmal frei bekommen. Sehr gut. Und jetzt auf zu dem Dorf. Kann ich eigentlich auch sowas machen wie eine Schnellreise? Das will ich mal kurz nachgucken. Hier sehe ich das mit dem Vertrauen. Von dem Dorf. Und hier oben steht auch da, das ist Besitz von Banditen. Mal sehen, ob wir uns da dann auch noch bald drum kümmern können. Und hier hinten zeigt es mir auch nochmal ein Questziel an. Und mal sehen, vielleicht können wir ja dem Dorf dann gleich dort helfen, dass es nicht mehr besetzt ist. Ja, und ich muss mal eben hier was raustroppen. Los, Holz muss jetzt einfach mal raus. Auch wenn ich es eigentlich gerne mitnehmen möchte. Aber ich glaube, die Erze haben jetzt eigentlich erstmal Vorrang hier. Ich glaube, das ist wichtiger, dass wir die jetzt erstmal noch mitnehmen. Weil die Erze brauche ich halt unbedingt. Da würde mich dann auch direkt mal interessieren, kann ich meine Einwohner dann auch bis hier hochschicken, in die Berge, um hier die Erze ranzuholen? Ich weiß nicht, ob die so weite Routen auch gehen würden. Das wäre interessant zu wissen. Auf jeden Fall haben die Leute dann jetzt gleich da drüben alles, was die brauchen für den Winter. Und wir bauen dann bald mal die verbesserte Werkbank. Und hier gibt es jede Menge Pilze. Hier könnte man schön Pilze sammeln. Was haben wir hier? Das kann ich untersuchen. Heidnischer Schrein. Und Gaben sammeln. Okay, ich kann leider nicht alles mitnehmen. Das ist jetzt gerade blöd. Dann haue ich nochmal ein bisschen Holz raus. Die Silberlinge müssen auf jeden Fall mit. Und das Brot will ich eigentlich auch haben. Ja, machen wir so. Das eine Fleisch kommt jetzt raus. Nehmen wir das dann eher noch mit. Gut. Das haut so hin. Kann ich hier drüben noch etwas machen? Nee. Alles klar. Gehen wir weiter. Und ich brauche dringend ein größeres Inventar. Weil das ist echt blöd, wenn ich nicht so viel Zeug mitnehmen kann. Also ich bräuchte da dringend irgendwas wie eine Art Rucksack oder sowas. Und mal sehen, ob ich dann jetzt gleich hier auch besser von den ganzen Leuten behandelt werde. In ihrem Dorf. Wenn ich das jetzt mit den Fellen gleich hier auch noch geschafft habe. Und mal sehen, wann ich solche großen Hütten hier auch noch mitbauen kann. Weil die Hütten hier gefallen mir nämlich sehr gut.
Und ich hätte recht gerne auch so eine. Stop wandering around. So, erstmal Waffe einpacken. Yes, I suppose you can. Even though I might question your mental state for taking on those wolves, you've shown you're not a danger to us. Jawohl, Vertrauen gewonnen. Dem kann ich dann jetzt hier diese Münzen geben. Ich denke, wir geben dem mal direkt alle davon. So. Sehr gut. So. Hier haben wir dann jetzt alles erledigt. Oder gibt es hier drüben nochmal eine neue Mission? Ja, bei der Frau. If that kind of thing matters to you, hire some people and build more useful structures. You don't want to keep living in that uncomfortable shack, do you? I heard Elder from Padstow has a problem with bandits. It's an opportunity to meet some of the villagers there and gain their trust. Earn some coin, maybe. Even if you don't find the answers there, you'll at least gain some funds for your search. And by the gods, be careful when showing off that sigil. You might run into someone willing to kill to protect its secrets. Gods above, did you really kill those wolves for the Elder? I wasn't making light of the deed, I promise. I can help you, but I need your help with something first. It's just regicide. How dangerous can it be? And yet, gut, wir nehmen hier einfach mal alles direkt an. Ah, yes, the Lord of the Low. We're still building trust, so I can't tell you more than you need to know. We're still building trust, so I can't tell you more than you need to know. So. Erreiche Vertrauenslevel Freund. Alles klar. Gut, wir müssen unser Vertrauen also noch mehr erhöhen jetzt hier. Oh, I was hoping you would ask me that. Your knack for uncovering mysteries is why it's a tech. So, wir nehmen jetzt alles hier an, an Quests, was es so gibt. Jetzt einmal kurz hier in das Menü gehen. Was haben wir denn hier?
Ah, hier kann ich dann mehr Zeug mit meiner Siedlung einstellen. Lieferungen gibt es dann auch in Zukunft. Ja, wir bräuchten auf jeden Fall ein paar Äxte, so wie es aussieht. Was haben wir hier noch? Ah, okay. Hier kann ich das ganze Zeug benennen. Verstehe. Tagebuch. Ich muss nochmal drüber zu der einen Person. Und auf jeden Fall werden wir uns noch mehr Zeit lassen mit diesen ganzen Gesprächen und so weiter, dann in der Early Access Version. I've been thinking about ways we can make. I've formulated a plot that will scramble their tiny brains. If you're interested. Work, peasants. There's no time to lose. I've taken something valuable from one of them. A token. We are keeping the peace here in the name of Lord Ashbourne. So. Divisions in the Dark haben wir denn jetzt hier als Quest bekommen. Wir begeben uns direkt mal zum Questziel hin. Ist es weit weg? Ja, geht. Nur sollte ich, denke ich, eigentlich, bevor ich dorthin da gehe, jetzt erstmal die Sachen, die ich eingesammelt habe, also mit diesen ganzen neuen Herzen und so weiter, erstmal abliefern, denke ich, im Lager. Weil sonst kann ich ja gar nichts Neues, Interessantes jetzt mehr einpacken. Deswegen erstmal hier runter wieder rennen. Und ich sehe auch gerade, ja, wir sind auch schon so wieder bei den 27 Minuten angekommen. Dementsprechend würde ich auch einfach sagen, wir machen jetzt nur noch vorne nochmal ein bisschen managementmäßig was. Und danach machen wir dann, denke ich, auch wieder Schluss. Gucken wir mal hier ran jetzt kurz. So, was haben wir denn jetzt hier? Alter, hier ist jede Menge neues Zeug. Jede Menge neues Zeug ist jetzt hier dran. So, jetzt muss ich erst mal gucken, was wir jetzt hier machen als nächstes. Ich denke eigentlich als nächstes jetzt erstmal diese bessere Werkbank bauen. Hier, die erweiterte. Moment. Barmenü. Errichte die, ja. Und wo tun wir die hinsetzen? Das ist dann natürlich jetzt die Frage. Ich würde die eigentlich gerne ersetzen. Hier, wo die einfache Werkbank ist, aber das geht halt hier leider nicht. Dass man sagen kann, ja, ich will die normale wegtun. Dann machen wir die hier so hin, denke ich. So. Dann gucken wir jetzt hier nochmal nach. Also ich habe Kupfer und Zinnerz. Was könnte ich denn mit diesen Erzen jetzt einmal hier erforschen? Also, ich könnte einmal das hier machen. Ja. Das würde sich anbieten. Aber ich denke, wir sollten erstmal kurz gucken wegen diesem einen anderen Lager, was es hier noch gibt. Wo ist denn das? Hier. Rohsteinpilze. Ja, Pilze habe ich jetzt leider gerade nicht viel dabei. Schmelzofen. Das sieht gut aus. Den brauchen wir bald. Eine Klinge wäre eigentlich erstmal perfekt, aber das geht leider noch nicht. Ich brauche halt für dieses Zeug überall erstmal Barren. Gibt es hier noch gar nichts, wo ich jetzt gerade diese Erze so richtig nutzen könnte mit?
Nö, so richtig jetzt gerade nicht. Also ich bräuchte aus mit diesem Ofen scheinbar. Gut, und da ich ja jetzt nochmal für eine Weile verschwinde, will ich jetzt erstmal hier dem nochmal was hinsetzen, damit er dann hier auch nochmal irgendwas bauen kann, noch so mit. Einfach damit er dann hier nochmal ein bisschen was zu tun hat. Das ist halt da mein Hintergedanke so. So. Das bitte hier so hinsetzen. Und dann hätte ich ganz gerne noch eine zweite Holzfäller-Lagerhütte. Die könnte man ja dann auch nochmal hier so hinsetzen. Dann dazu auch direkt wieder Holzfällerplatz. Hier so mit hin. Dann bei denen noch so eine Truhe hinsetzen, wo die ihr Zeug dann so reintun. Jawohl, die können ja dann auch immer hier hinten so hingehen. Da spricht ja nichts dagegen. Aber kommt, hier setzen wir mal noch eine hin. So. Dann nochmal ein weiteres Wohnzelt einfach noch mit hier hinhauen. Das würde ich ganz gerne hier so reinbauen. Na, geht das hier so? Komm. Jetzt. Jawohl. Das lässt sich hier alles gut so platzieren. Und hier drüben bräuchte ich nochmal eine Axt für meine Mitarbeiter. So. Hier mal ran. Was brauche ich denn da jetzt noch? Ja, da fehlen noch ein paar Sachen. Ich meine, ich kann ja mal hier einfach mehrere Sachen so reinhauen. Vielleicht macht er die ganzen Sachen dann gleich, während ich weg bin. Wenn ich das Ganze hier mit der Priorität höher stelle, müsste er das ja dann eigentlich jetzt gleich schon machen. Oder nicht? Moment, hier noch ein bisschen Holz reinsetzen. Du hast das Zeug jetzt dort hinten nicht raus, oder? Doch, da holt das wieder dort raus. Ach, ich das hasse, wenn er das tut. Da kriege ich wirklich Aggressionen. Das ist wirklich was, wo ich Aggressionen kriege. So, was macht er jetzt hier? Ach, er macht hier weiter mit dem Erforschen. Okay, immerhin macht er sich nützlich. So, du bräuchtest hier nochmal Holz und Rohsteine. Die hole ich dir nochmal ganz fix. Rohsteine gibt es hier hinten. Ja, das Holz direkt sogar auch. Und dann haben wir auf jeden Fall eine Axt für meinen Kollegen dort auch noch parat. Na, wo sind hier jetzt vor Steinchen? Steinchen, wo seid ihr? Gut, nehme ich halt erstmal das ganze Holz jetzt hier noch mit. Dann habe ich immerhin nochmal jede Menge Holz mit parat. Und wird auf jeden Fall dann auch Zeit, dass die anderen Kisten fertig werden. Damit wir einfach noch mehr Kram einbunkern können. So, 3 Steine würde ich gerne mitnehmen. Oh oh, wir werden wohl bald angegriffen wieder hier. Aber das passiert dann jetzt nicht, wenn ich jetzt hier weg bin gleich. Wenn es da wieder für uns losgeht. Weil das wäre gar nicht gut. So. Hier soll es jetzt bitte einmal das ganze Zeug herstellen. Ja, das macht's hier sehr gut.
dann machen wir jetzt Schluss, Leute. Lasst ein Däumchen da und ja, tschüssi.